Mein Name ist Philipp Holzer. Ich bin Bereichsleiter Garten Acher Zierpflanzen bei Pospetia Rara. Und wir sind hier in den wunderschönen Merian-Gärten. Pospetia Rara tut in der ganzen Schweiz, wie auch hier in den Merian-Gärten in Basel, alte Salatsorten erhalten. Das heisst, man tut sie anbauen und dann eben nicht einfach ernten, wenn es so weit ist, sondern man tut sie wachsen lassen, bis sie in Blüten gehen und dann Samen bilden. Hier sind wir in der Samenbibliothek von Pospetia Rara. Hier sieht man ganz viele verschiedene Sorten, die hier eingelagert sind, in Saatgut. Und zum Teil haben wir nur noch hier die letzten Reserven von einer Sorte. Man probiert aber, die verschiedenen Sorten bei Pospetia Rara an ganz vielen Orten abzusichern in der Schweiz. Darum ist das wirklich eigentlich eine Bibliothek, wo immer wieder Saatgut rein- und rauskommt. Hier haben wir jetzt den Salat Schillebert. Das ist eine alte Sorte, die private Familie selber eine eigene Selektion gemacht hat und einfach hat weitervermehren und einfach geschaut, dass der Salat wirklich schön winterhart ist. Hier sehen wir relativ frisch gepflanzten Salat. Und zwar ist es auch noch gerade ein spezieller Salat, nämlich ein Schnitt- oder Pflücksalat. Wenn man Salat anzieht, dann tut man den aussäen. Und nach einer Weile, wenn die kleinen Pflanzen gewachsen sind, tut man sie vereinzeln, das heisst pikieren, in ein grösseres Töpfchen. Und erst wenn der Salat eben etwa die Grösse hat, so schön ersetzlig ist, dann tut man ihn eigentlich auspflanzen. Frühe Salat kann man eigentlich schon im Januar, Februar im Haus aussäen. Wenn man direkt in den Garten gehen will oder einfach nicht die Möglichkeit drin, dann ist es am besten so ab April aussäen. Und nachher kann man eigentlich je nach Sorte durch den ganzen Sommer durch. Wenn man sieht, dass in der Mitte der Pflanze anfängt, der Trieb zu schossen, dann muss man ihn ernten, außer man will eben den Samen machen und dann lässt man ihn ganz los. Wenn man selber eine Salatsorte vermehren möchte, dann ist eine grosse Schwierigkeit dabei, dass man die allerschönsten Salat nicht essen darf. Weil von denen will man nämlich ein Sämli, das man im nächsten Jahr wieder austun kann. Ein Problem bei Salat ist, dass die Schnecken den auch sehr gerne haben. Je nachdem, wie gut das die Sorte ist. Und wenn man zum Beispiel auch nur einzelne Salat hat und nicht Platz hat für ein ganzes Beet wie hier, dann empfiehlt sich ein Schneckenkranz drum herum zu stecken. Gesundheitlich oder ernährungstechnisch ist Salat natürlich einfach sehr gut, weil man die Pflanzen roh geniessen und in den rohen Blättern hat es einfach noch viel mehr Vitamine und gesunde Inhaltsstoffe drin, als wenn man das Gemüse kocht, wo immer ein bisschen etwas verloren geht. Und dann ist natürlich auch gut ganz viel Ballaststoff, den man mit dem Salat aufnimmt und sicher gut ist für die Verdauung.